Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er suchte Zuflucht, liebe Geschwister, vor dem schlechten Nachbarn. Imam al-Bukhari hat diesen Ausspruch in seinem Alltagswerk für den gewöhnlichen Muslim festgehalten. Die Worte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam: Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi daril muqam. O Allah, mein Herr, ich suche Zuflucht bei dir vor dem schlechten Nachbarn im diesseitigen Leben. Liebe Geschwister, wer wären wir, wenn wir zu Zeiten des Propheten gelebt hätten, sallallahu alaihi wasallam? Diese Frage müssen wir uns stellen, denn die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben bis zum Tage des Gerichts Gültigkeit und entfalten sich auch auf das Hier und auf das Jetzt. Wo würden wir also stehen? Wären wir ein wertgeschätzter, geliebter Nachbar vom Propheten gewesen, sallallahu alaihi wasallam? Oder wären wir ein störender Nachbar gewesen? Wären wir eine Last gewesen? Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann helfen wir damit unserem Diesseits wie auch unserem Jenseits. Denn diese Frage kommt eines Tages auf uns zurück, liebe Geschwister. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, der als Hasan eingeschuft worden ist, li ghayrihi, das heißt, es gibt mehrere Überlieferungen, die dies zum Hasan hochstufen, für diejenigen, die sich das notieren wollen. Er sprach, kam min jadin mutalliqun bi jarihi yawm al-qiyamati yaqul ya rabbi hadha aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufa. Der Prophet sprach sallallahu alaihi wasallam warnend. Er sagt, so manch einer, ja, oder wie viele werden am Tage des Gerichts mit ihrem Nachbarn zusammenhängen. Und der Nachbar, der sich beschwert, wird sprechen: O mein Herr, O mein Herr, mein Nachbar hat seine Tür mir gegenüber verschlossen und hat sein Gutes zurückgehalten. Oder hat mir nicht sein Gutes zukommen lassen. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er sprach davon, dass es so weit gehen kann, Allah Ta'ala möge uns davor bewahren, ein Hadith, der bei Imam Muslim verzeichnet ist, in seinem Sahih, لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Derjenige wird nicht das Paradies betreten, dessen Nachbar nicht sicher vor seiner Bosheit, vor seinem Schaden ist. Das heißt, der Nachbar kann so an einem kleben, am Tag des Gerichts, mit seiner Beschwerde, dass es dazu führt, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass das Paradies nicht betreten wird. Oder dass der Eingang ins Paradies verzögert wird durch einen Zwischenaufenthalt in der Strafe Allahs. Und wir kennen alle den Hadith, wo der Prophet davor warnte, sallallahu alaihi wasallam, vor demjenigen oder vor dem Zustand desjenigen, der am Tag des Gerichts mit Bergen an Belohnung kommt. Ja, vom Fasten und vom Spenden, vom Koranlesen, von seinem Gebet, von seinen Adhkar. Und an dem Tag, an dem die Rückzahlung erfolgt, aber weder in Euro noch in irgendeinen anderen irdischen Gütern zurückgezahlt werden kann, werden Menschen kommen und sagen, er hat mich angelogen, er hat mich geschlagen, er hat mir meine Rechte genommen, er hat mich beleidigt. Und so nehmen sie von seiner Belohnung. Bis zum Grad, dass der Prophet davon sprach, sallallahu alaihi wasallam, dass die Person nichts mehr zu geben hat, obwohl sie mit Bergen an Belohnung kam. Und da es der Tag der Rückzahlung ist, wird er dann die Minuspunkte, die Sünden derjenigen aufladen, die bei ihm noch etwas gut haben. Deswegen warnte der Prophet davor, sallallahu alaihi wasallam, ein schlechter Nachbar zu sein. Und wer meint, dass das schon die Spitze der Warnung ist, der irrt. Denn der Prophet sprach, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, der von An-Nisa Puri als Sahih eingestuft worden ist,
Er sagte, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat geschworen bei Allah. Und wir Muslime, wir schwören bei niemandem und bei nichts außer bei Allah. Das ist die erste Regel. Und die zweite Regel, wir schwören nur, wenn es wirklich, wirklich, wirklich notwendig ist. Das ist kein Alltagswort, das Wort Wallahi. Ja, das ist vielleicht ein Monatswort, vielleicht ein Jahreswort. Und der Prophet sagte gleich dreimal Wallahi, er glaubt nicht, er glaubt nicht, er glaubt nicht. Er hat keinen Iman. Und die Prophetengefährten waren natürlich alarmiert. Ja, um wen geht es hier? Um wen geht es hier? Und er sprach sallallahu alaihi wasallam, Jarun la ya'man jaruhu bawa'iqa. Derjenige, dessen Nachbar nicht sicher ist vor dessen Bosheit. Das heißt, der Prophet sprach ihm den Iman ab. Nicht im Aqida-technischen Sinne. Ja? Das hat Ahlus Sunnah wal Jama'ah ausführlich dargelegt, ja? Dass selbst der schlechte Nachbar, ja? Selbst der schlechteste Nachbar immer noch ein Muslim im Aqida-technischen Sinne ist. Aber diese Worte, sie warnen uns davor und sie zeigen eindeutig, dass diese sündhafte Tat, dass diese verabscheuenswürdige Tat nichts mit den Taten des Muslims, des Mu'mins zu tun haben. Und so ist auch im Koran, liebe Geschwister, das Recht des Nachbarn und der verschiedenen Sorten von Nachbarn festgehalten. Allah Ta'ala sagt in der vierten Sure, im 36. Vers, Suratun Nisa, وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. Und dient Allah und stellt ihm nichts zur Seite und erweist den Eltern Wohltaten. Ihsan. Aber Allah Ta'ala macht bei den Eltern keinen Halt, sondern es geht weiter. Und den Verwandten und den Weisen und den Armen, den Bedürftigen und dem nahestehenden Nachbarn und dem entfernten Nachbarn. Und Imam al-Qurtubi, der in seinem Tafsir darauf achtete, die islamrechtlichen Regelungen herauszuarbeiten, das war seine Betonung, ja, bei seinem Koran-Kommentar. Er erwähnt die Aussagen der Altvorderen, der Salaf, erläuternd, dass mit dem entfernten Nachbarn unter anderem der Nachbar gemeint ist, der einer anderen Religion angehört. Und dies wirkte auf die Prophetengefährten. Abdullah ibn Amr, als er einmal ein Schaf schlachten ließ, er sagte seinem bediensteten Jungen, Ahdeita li jarina al-Yahudi, hast du bereits ein Geschenk für unseren jüdischen Nachbarn gegeben? Also hast du ihm bereits etwas vom Fleisch geschenkt? Und er wiederholte dies zweimal. Und er erklärte dies damit, سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُ. Und er erklärte seine Gedanken an seinen jüdischen Nachbarn damit, er sagte, er hat den Propheten gehört, sallallahu alaihi wasallam, wie er über die Rechte des Nachbarn zu sprechen pflegte, sodass der Prophet selbst sagte, dass Jibril ihm so lange die Rechte des Nachbarn ans Herz legte, dass der Prophet dachte, sallallahu alaihi wasallam, dass der Nachbar auch noch erbberechtigt sein wird. Ja? Wir kennen die verpflichteten Erbanteile, die im Koran festgelegt sind. Ja? Das heißt, in dem Fall, dass Mutter und Vater beispielsweise die Hinterbliebenen sind, gibt es diese und jene Anteile. Aber der Cousin beispielsweise erhält gar nichts. Der Cousin ist schon mal vom islamischen Erbrecht, was die Pflichtanteile anbelangt, ausgeschlossen. Aber der Prophet dachte, sallallahu alaihi wasallam, aufgrund dessen, dass Jibril alaihi salam stets die Rechte des Nachbarn zu betonen pflegte, dass jetzt auch noch der Nachbar erbberechtigt sein wird
für die Zukunft. Das ist auch im Buch Al-Adab al-Mufrad von Imam Bukhari festgehalten. Und die Prophetengefährten, ja, auf der anderen Seite, haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam so oft über die Rechte des Nachbarn sprechen hören, ja, so betont und wiederholt, betont und wiederholt, ja, mit demselben Ergebnis. Es wird von Abdullah bin Amr auch berichtet, ja, hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarithu, ja, bis sie dachten, ja, bis sie meinten, dass der Nachbar auch noch erbberechtigt sein wird im Islam. Liebe Geschwister, was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass das Urkonzept vom Islam ein Konzept vom Zusammenleben ist. Nicht nur unter uns Muslime, sondern auch mit Andersgläubigen. Wenn der nicht muslimische Nachbar im Koran unter denjenigen erwähnt ist, nach den Eltern, nach den Verwandten, nach den Weisen, nach den Bedürftigen, nach den muslimischen Nachbarn, wenn er quasi an sechster Stelle in einem Atemzug, wenn man den Vers rezitiert, erwähnt ist, unter denjenigen, denen man Ihsan, Wohltaten, zu erweisen hat, dann wissen wir, dass wir ein Konzept für das Zusammenleben haben. Und wir sind verpflichtet, dieses Konzept umzusetzen. Das heißt, es erreichen mich manchmal in den letzten Tagen auch bewundernde Worte, was die Arbeit der muslimischen Gemeinden in Deutschland anbelangt. Ja? Es heißt, wie geduldig ihr seid, wie nachsichtig ihr seid, wie verzeihend ihr seid, wo nehmt ihr nur die Energie her, immer noch in der Gesellschaft zu stehen und für das Miteinander einzustehen und soziale Arbeit zu leisten und interreligiösen Dialog zu leisten und eure Türen offen zu haben. Ihr wisst, unser Informationsladen ist an 6 Tagen in der Woche geöffnet. 33 Stunden, ja, in der Woche insgesamt ist dieser Informationsladen geöffnet. Und es erreichen uns wirklich bewundernde Worte und Anerkennung. Und sie sagen, ich hätte schon längst aufgegeben, ich hätte mich schon längst zurückgezogen. Und ich sage, wir haben keine Wahl. Da steht nichts zur Debatte. Wir haben keine Möglichkeit, eine Parallelgesellschaft zu etablieren. Theologisch gibt es diese Option für uns nicht. Selbst wenn wir manchmal frustriert sein sollten, selbst wenn wir uns manchmal fragen, warum beantworten wir diese und jene Frage zum 1000. Mal, als ob es vorher nie eine Antwort gab. Aber wir haben, liebe Geschwister, diese Option nicht, und das ist die Hikma von Allah Ta'ala, dem Allweisen. Und subhanallah, ich habe einen Hadith in den letzten Tagen, als ich mich auf diese Khutbah vorbereitet habe, nur mit einem anderen Licht nochmal lesen können. Ja? Ich hatte mich in der Vergangenheit immer wieder gefragt, warum sich der Überlieferer Anas ibn Malik nicht genau erinnert. Es hat mich irgendwie irritiert auf eine Art. Ja? Aber ich weiß, dass man sich nicht erinnert, ist etwas Menschliches. Ja? Al-Ins, ja? Die Menschen, die Menschheit, der Mensch kommt aus der arabischen Sprache, auch von Nisyan, ja, vom Vergessen. Und Adam alayhi salam, er vergaß bereits. Und so ist dies in uns angelegt. Der Hadith ist der folgende: La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Die sogenannte goldene Regel, ja. Der Prophet sprach, sallallahu alaihi wasallam, keiner von euch ist wahrhaftig gläubig, ehe er sich nicht für seinen Bruder das wünscht, was er für sich selbst wünscht. Und Anas ibn Malik, er sagt, oder er sprach für seinen Nachbarn. Er konnte sich nicht mehr erinnern. Und ich glaube, Allahu a'lam, das ist die Folge dessen, dass der Prophet so oft und so betont immer wieder über die Rechte des Nachbarn gesprochen hat, dass Anas ibn Malik sich in Bezug auf diese Worte nicht mehr daran erinnern kann, bezogen sie sich, oder hat der Prophet Muhammad zusammen den Glaubensbruder hier gemeint ausdrücklich, oder den Nachbarn. Die Imam an-Nawawi hat diesen Hadith auch ausführlich erklärt und war auch der Auffassung, dass
sich dies auf den, den Nachbarn, ja, das heißt auch auf einen nicht-muslimischen Nachbarn, erstrecken kann. Erweist euren Nachbarn, euren muslimischen Nachbarn Wohltaten. Das ist eine Verantwortungsauferlegung seitens Allah Ta'ala, dem Erhabenen, im Koran. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er führte diese Verantwortungsauferlegung mit den folgenden Worten aus, auch von Imam Bukhari in seinem Buch Al-Adab al-Mufrad aufgeführt und für Sahih befunden von den Hadith-Gelehrten. لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعُ. Derjenige ist kein Mu'min, der satt ist, während sein Nachbar hungert. Derjenige ist kein Mu'min, der satt ist, während sein Nachbar hungert. Dies bezieht sich jetzt nicht nur, liebe Geschwister, auf Essen und Trinken. Manche Menschen haben größere Bedürfnisse, schwierigere Lagen, als dass es sich um Essen oder Trinken drehen würde. Ja? Manchmal ist tatsächlich der Hunger und der Durst und die Armut leichter zu ertragen, als wenn man Seelenkrisen durchmacht. Und dieser Hadith spricht im Allgemeinen, dass wir uns um die Belange unserer Nachbarn auch zu kümmern haben und soziale Verantwortung zu tragen haben. Sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, sicher wollen wir alle diese Inhalte weitertragen. Die einen oder anderen denken, warum habe ich nicht meinen Studienkollegen mitgebracht oder meine Schulfreundin mitgebracht, meinen Nachbarn mitgebracht, etc. Ja? Aber Alhamdulillah, das muss auch gar nicht sein, denn wir haben eine Neuauflage unserer Broschüre frisch drucken lassen. Kennt ihr den Geruch von diesem frischen Papier, ja, über das nachbarschaftliche Miteinander? Dort werdet ihr noch mehr theologische Ausführungen finden bezüglich dessen, wer wir als Muslime nicht sein wollen, ja, sondern zu sein haben, gemäß dem Befehl Allah Ta'alas und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und das können wir weiterreichen. Das können wir weiterreichen. Denn wir leben in einer Zeit der aktiven Beunruhigung. Viele Leute schüren Panik, verdienen damit Geld, erhoffen sich dadurch einen Aufstieg in einer gewissen Partei. Und wir müssen aktiv beruhigen. Ja? Wir müssen dem vielleicht sogar zuvorkommen. Wir müssen die Leute impfen, ja? Sodass sie dieses Gedankengift, dieses Herzensgift, was das Zusammenleben der Menschen gefährdet und was einen Bürgerkrieg will. Ja, das ist ja das, was so manch einer, der in der AfD engagiert ist und interviewt wurde, so manch einer von denen hat das schon heraufbeschworen. Oh, es wird Bürgerkriege geben. Ja, die sehnen sich danach. Ja, das Wasser läuft schon in ihrem Mund zusammen, weil sie kriegslüstern sind. Ja, wir müssen den Leuten, die noch nicht angesteckt sind, ja, wir müssen ihnen eine Impfung geben, liebe Geschwister. Wir müssen diesen Menschen eine Impfung geben. Wenn jetzt einer von euch, ja, das Gefühl hat, okay, er leitet lediglich eine Broschüre weiter, ja, gedruckte Worte, ja, und dann wird das heißen, ach, jeder hat seine Broschüren, jeder kann sagen und schreiben, ja, was er will, dann kennt ihr noch nicht die muslimischen Gemeinden. Oder ihr habt selber ein falsches Bild von den muslimischen Gemeinden und von der muslimischen Präsenz in Deutschland. Informiert euch und ihr werdet sehen, dass die muslimischen Gemeinden einen großen Beitrag für diese Gesellschaft leisten. In wie vielen Moscheen gibt es Nachhilfeangebote und Lernhilfeangebote für Kinder? Gibt es Familienberatung und Sozialberatung? Gibt es alle möglichen Formen von sozialer Beratung, von psychologischer Hilfestellung? Und das ist anerkannt worden, auch von offiziellen Stellen. Das ist anerkannt worden von Fachleuten der sozialen Arbeit, von Fachleuten, die sich mit dem Thema Gesellschaft und Soziologie auseinandersetzen. Ja, und wir haben auch zu diesem Thema veröffentlicht, ja, und Informationsmaterialien bereitgestellt. Wer Angst davor hat, dass man den Muslimen
leere Worte oder lediglich gedruckte Worte vorwirft, der kennt die muslimischen Gemeinden nicht. Der hat sich doch nicht informiert. Ja, er ist selber gewissermaßen ein Opfer der Desinformation, ja, die betrieben wird. Beschäftigt euch mit euren Gemeinden und ihr werdet selber diesen Stolz fühlen. Und dann, wenn ihr diesen Stolz auf eure Gemeinden auch fühlt, dann werdet ihr auch eure Gemeinden bewerben. Und dann werdet ihr gerne über Muslime in Deutschland und ihre wichtige Präsenz und ihren unersetzlichen Beitrag auch sprechen wollen. Und dann, ja, verteilt ihr ganz anders eine solche Broschüre, als wenn ihr jetzt das Gefühl habt, oh nein, ich muss eine Broschüre verteilen, dann muss ich irgendwie über die Muslime in Deutschland reden und dann geht ja alles schief in dem Moment. Nein, im Gegenteil. Du hast sehr vieles, ja, worauf du zurückgreifen kannst, wenn du dich nur ein bisschen schlau machst. Ja? In diesem Fall kann sogar Sheikh Google helfen. Ja? Ansonsten sollte man den mit Vorsicht genießen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, es gibt AfD-Politiker, die sprechen davon, dass 2021 ein AfD-Kanzler Deutschland regieren wird. Und Björn Höcke hat gesprochen, wir werden so lange durchhalten, bis wir in diesem Land 51% erreichen. Ja, das heißt, denen geht es nicht um Opposition, ja, nicht um eine Koalition, sondern ihnen geht es um alles. Ja, sie wollen alles haben. Und wir leben in einer sehr sensiblen Zeit gerade. In den nächsten Monaten und Jahren wird sich die Zukunft Deutschlands entscheiden. Ich glaube, da stimmt jeder darüber ein über diese Aussage. In den nächsten, ja, 1, 2, 3 Jahren wird sich die Zukunft Deutschlands entscheiden. Ich möchte jemanden zitieren, dessen Buch oder dessen Bücher ich bereits als Kind, bevor ich auch Muslim wurde, gelesen habe. Er sagte, die Ereignisse von 1933, ja, das Jahr, in welchem die NSDAP an die Macht gekommen ist, die Ereignisse von 1933 bis 1945, also das Ende vom Zweiten Weltkrieg, hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Das heißt, 5 Jahre vor der sogenannten Machtergreifung der NSDAP, 5 Jahre davor, sagt Erich Kästner, ja, der eine oder andere, die eine oder andere wird Erich Kästner noch aus der Schule kennen. Ja, schönen Schreibstil hat er gehabt. 5 Jahre vorher, da fing es schon an, zu spät zu sein. 5 Jahre vorher fing es an, schon zu spät zu sein. Er sagte, man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Wenn man später dran arbeitet und gewisse Kräfte sich schon politisch etabliert haben, dann werden diese politischen Kräfte dafür sorgen, dass dieses politische Engagement als Landesverrat gilt. Ja? Und wir sehen ja, was mit dem einen und anderen Whistleblower in den USA passiert. Ja? Werden dort politisch verfolgt und eingesperrt und mundtot gemacht und eine Rufmordkampagne folgt. Ja? Und sie werden wegen Landesverrat angeklagt, moralisch wie auch juristisch. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Ja, Erich Kästner, die Bilder. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Was war 1928? Ja, Erich Kästner war ja selber ein Betroffener, ja, von der NSDAP. Ende 1928 haben in Anführungsstrichen nur
108.000 etwas Mitglieder in der NSDAP waren in der NSDAP Mitglieder. Ja? 1933 waren es schon fast 4 Millionen. 3.900.000. Also in 5 Jahren hat sich die Mitgliederzahl ver-39-facht. Ja? Die NSDAP hat 1928 bei den Wahlen lediglich 2,6% bekommen. Nicht von, ja, wir reden hier nicht von 13,5%, ja, der AfD 2017. Und Erich Kästner spricht davon, dass man spätestens hätte, ja, die NSDAP stoppen müssen 1928. Es ist eine ernste Lage, liebe Geschwister. Es ist eine sehr ernste Lage und mir wurde vor gut 10 Tagen die Frage gestellt, was können wir tun? Und ich sagte, lass mich drüber nachdenken. Ich hatte, spontan wollte ich nicht antworten. Ja? Und zuallererst möchte ich festhalten, dass das, was wir tun können, relativ, also wir als Muslime, relativ begrenzt ist. Ja? Und ich möchte die Frage stellen, was hätten Juden 1928 tun können, als das gesellschaftliche Klima schon vergiftet war? Weil davon spricht Erich Kästner. Er spricht nicht von den 2,6%, die NSDAP damals bekommen hat. Er redet nicht von den 100.000 Mitgliedern, ja, in dieser Partei 1928. Das, von den Zahlen her ist das zu vernachlässigen. Aber das gesellschaftliche Klima war bis zu diesem Zeitpunkt, ja, unumkehrbar. Und die nächsten 5 Jahre und der Aufstieg der NSDAP waren somit unaufhaltsam. Das ist jemand, der es durchgemacht hat, der es durchlebte, der ein angesehenes Gesellschaft, der ein angesehenes Mitglied in der Gesellschaft ja, war, ist, der ist ja verstorben. Ja. Es sind also keine persönlichen Einschätzungen einer Person, die nicht richtig in Politik bewandert ist, sondern von Erich Kästner. 1928, 5 Jahre davor. Und wir haben heute Leute von der AfD, die davon sprechen, dass 21 ein AfD-Kanzler hier regieren möge. Was hätten also die Juden 1928 tun können? Ist diese Frage nicht auch schon eine Art Verantwortungszuschiebung nach dem Motto, ja, die haben zu wenig gemacht? Und da sehen wir die Parallelen, eine Gruppe, die Feindschaft erfahren hat von der Mehrheitsgesellschaft und eine Gruppe, die nachweislich, ja, das ist universitär dokumentiert von Fachmännern und Fachfrauen, ja, diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die sich antimuslimischer Rassismus nennt, die sich Islamfeindlichkeit nennt, das ist ja keine Erfindung von uns, die sich gerne als Opfer sehen wollen. Wir sind keine Opfer. Wir handeln. Ja? Ja, in unserem Laden haben wir allein 10 Bücher zu dieser Thematik Islamfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus. Das heißt, die betroffene Minderheit, deren Möglichkeiten ist relativ begrenzt. Ja? Deswegen werden Fachleute die Frage, was hätten denn die Juden 1928 tun können? Die werden nicht beantworten, ja, sie hätten noch mehr interreligiösen Dialog machen können und mehr soziale Arbeit und mehr dies und mehr das, sondern sie werden sagen, da war, also, man kann denen keinen Vorwurf machen. Ja? Zuallererst gilt es, das ist meine persönliche Meinung, die gerne auch debattiert werden kann, Multiplikatoren und Verantwortungsträger in der Mehrheitsgesellschaft an ihre Verantwortung zu erinnern und ihnen Kooperation anzubieten, dabei das Miteinander der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Deutschland wieder zu stärken. Das ist eine Angelegenheit der Mehrheitsgesellschaft. Und es gibt ein gewisses Prinzip, liebe Geschwister, dass der Beschuldigte, ja, dass dessen Wort oder das Wort derjenigen, die um diesen Beschuldigten herum, also die dem Beschuldigten nahestehen, dass dieses Wort weniger Gewicht hat. Und dieses Prinzip leite ich aus dem Koran ab, oder ist aus dem Koran abgeleitet. Als es um die Unschuld Yusufs ging, alaihi salam,
Und Allah Ta'ala sprach von einem Zeugen, ja, für die Wahrheit, nicht persönlich für Yusuf, sondern es geht hier um die Wahrheit, um die Tatsachen. Und Allah Ta'ala erwähnte, aus welchem Kreis dieser Zeuge kam. Warum? Weil das teilweise entscheidend ist. Im Sinne von, glauben wir ihm oder glauben wir ihm nicht? Folgen wir seinem Wort oder folgen wir seinem Wort nicht? Und Allah Ta'ala sprach, وَشَهِدَ شَهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. Und es war ein Zeuge aus der Familie der Frau, die versuchte, Yusuf zu verführen. Ja? Und er bezeugte gegen sie, obwohl er aus ihrer Familie kommt. Das heißt, zuallererst, so sehr es mir weh tut, weil ich gerne die muslimische Gemeinde als Hauptakteur sehen wollen würde, aber sind wir leider nicht. Wir stehen leider nicht in der ersten Reihe derjenigen, die etwas tun können. Sondern wir ändern die Mehrheitsgesellschaft, wir ändern die Parteien, wir ändern die Institute, die sich antirassistisch, antifremdenfeindlich engagieren an ihre Verantwortung, und wir bieten unsere Kooperation an. Ja, das ist das, was wir auch tun müssen. Aber das ist kein Rücktritt von unserer Verantwortung, weil das, was wir tun müssen, liebe Geschwister, das tun wir nicht aufgrund einer Situationsabwägung oder aufgrund einer Chancenberechnung, einer Prognose. Ja, oh, wenn wir dies und jenes machen, dann werden wir so und so erfolgreich sein. Sondern das, was wir tun, tun wir aufgrund eines Befehls, eines koranischen Befehls, eines prophetischen Befehls, der nicht verhandelbar ist. Denn wir mögen den Befehlen nachkommen und Allah Ta'ala ist derjenige, der das Schicksal kontrolliert und der entscheidet, welche Tat, welche Wirkung haben wird. Und zu unserer Verantwortung, das, was wir in der Hand haben, wir können weiterhin Begegnungs- und Aufklärungsarbeit ermöglichen und initiieren. Aufklärungsarbeit, indem man beispielsweise so eine Broschüre verteilt. Ja? Aufklärungsarbeit durch Vorträge und Veranstaltungen. Begegnungsarbeit durch das Annehmen von Einladungen und das Einladen und das gastliche Bewirten und das Gespräch. Und Alhamdulillah, da macht es mich stolz, ich darf nochmal auf meinen Zettel schauen, dass am 3. Oktober 872 Moscheen ihre Tore geöffnet haben für den bundesweiten Tag der offenen Moschee. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Da können wir stolz darauf sein. Ja? Wir sind ein Akteur in der Gesellschaft. Hier und dort wird unsere Glaubwürdigkeit vielleicht in Frage gezogen, in Frage gestellt. Aber das gibt uns noch lange nicht das Recht zu sagen, wir erheben deswegen unsere Stimme nicht mehr. Und hier und dort werden wir versucht, man versucht uns auszuschließen. Aber das gibt uns noch lange nicht das Recht, dass wir unsere Türen schließen und sagen, wir beten, wir fasten, wir lesen Koran und überlassen alles andere der Welt. Wir haben ja sowieso keine Einflussmöglichkeit. Das ist nicht Islam, liebe Geschwister. Wir werden weiterhin unsere Türe öffnen. Wir werden weiterhin einladen, wir werden weiterhin Einladungen annehmen, weiterhin Begegnungen initiieren, Austausch fördern, weiterhin Informationsarbeit und Aufklärungsarbeit über den Islam leisten. Und ihr werdet auch jeder Einzelne soll einen Beitrag auch leisten. Sei es im Verteilen von Broschüren, sei es im Finanziellen, sei es in der Motivation, sei es in der Beisteuerung von Ideen, sei es im Mitfiebern in den Mitgebeten, sei es im Mitfiebern in den Mitgebeten. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. O Allah, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute und lass uns ihren Fußspuren folgen, O Allah, ihrem Licht folgen. O Allah, bitte vergib uns, bitte erleichtere uns, bitte, O Allah, einige uns, lasse unsere Herzen in einem Schlag schlagen und unsere Hände in einem Druck zugreifen, O Allah, in einem Griff zugreifen. O Allah, bitte lass uns das Gebet lieben und Sehnsucht danach haben. O Allah, bitte helf uns, dass wir uns solidarisieren mit den Unterdrückten, mit den Verfolgten, mit den Gefolterten, mit den Bekriegten, mit den Vertriebenen,
mit den Verzweifelten, O Allah, mit den Kranken, mit den Durstenden, mit den Hungernden, mit denjenigen, die eine helfende, aufrichtende Hand brauchen. O Allah, bitte lasse uns nicht egoistisch leben, O Allah. O Allah, bitte lasse uns nicht verfressen sein. O Allah, bitte lasse uns nicht selbstzentriert sein. O Allah, bitte helfe uns, von uns zu geben, von unserer Gesundheit, von unserer Zeit, von unseren finanziellen Mitteln, von unserer Gedankenkraft, O Allah. O Allah, bitte schenke uns Einheit, bitte schenke uns Selbstbestimmung, auf dass wir dir allein dienen mögen, O Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma amin.